Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Smoreland. Ein neuer Tag hat begonnen, es kommt direkt Kackwetter und ja, wir warten erstmal kurz ab. Ich hatte nämlich schon mal geschlafen. Denn heute müssen wir erstmal gucken, dass wir mit unserer neuen Spitzhacke ein bisschen Stein farmen. Das wäre halt gut. Warte mal, ich pack mal noch ein paar Sachen weg. Das zum Beispiel. Dann haben wir hier noch Pilze. Warte mal, die können wir mal kurz abkochen. Das hier haben wir noch. Insektenfett. Dann haben wir Mandibel-Dingsbums. Weiß gerade nicht mehr, wofür wir das brauchen. Grashüpferbein kann man, glaube ich, kochen. Nee, kann man als Waffe später wahrscheinlich noch... Wofür brauchten wir die Nägel? Weiß ich nämlich gerade nicht mehr. So, die Sachen packen wir noch weg. Das koche ich noch fix. Und das bleibt im Inventar. So. Perfekt. Und die beiden packen wir dort noch hin. Aber ich habe keinen Platz mehr. Okay. Okay, dann machen wir die Pfeife. Aber lassen wir das Holz als Stack noch hier. Ist okay. Die Pfeife lassen wir hier im Inventar. So. Wir haben alles repariert. Tag hat begonnen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das so eine gute Idee ist, loszulaufen, aber wir müssen, ne? Wir müssen zu den Steinen. Müssen wir ein paar Stacks Steine holen. Die waren ja hier relativ in der Nähe. Mal gucken. Oh, oh. Vielleicht können wir von hier aus noch irgendwas abschießen? Irgendwelche Käfer oder so? Oh mein Gott. Was war das denn alles? Wie viele waren das denn bitte? Sag mal. Also der Baum ist schon ein bisschen gemein hier, ne? Oder? Aber ich sehe kaum was, weil das so dunkel ist durch das Wetter. Es waren gar nicht so viele, es sah nur so viel aus. Okay, Leute, wir müssen da jetzt runter. Let's go. Steine holen oder so. Wenn so drei auf dich zukommen, weil die schon ein bisschen größer sind, wirkt das gleich wie so eine ganze Armee. Gefühlt. So, da sind auch noch ein paar. Hier auch. Da muss ich runter. Ihr könnt mir ruhig folgen, ich mache euch eh platt. Ihr kleinen Scheißerchen hier. So, genau, da sind sie ja schon, die Freunde. So, gebt mir eure Köpfe, dann kann ich mir lecker Nahrung machen. Okay. Reicht das jetzt? Okay. Gut, auf der 7. Hm? Haben wir zwei Steine. Wow. Ich weiß nicht genau, wie viele wir brauchen. Wir gucken gleich mal. Wir müssen auf jeden Fall ein paar mehr holen. Gucken, wie lange die Spitzhacke hält. Warum ist das so dunkel? Hör auf, so dunkel zu sein. Hier so ein Kopf. Ja. Komm her. Ja, komm her. So. Okay. 7.
Wir können bestimmt mit diesem Steinmetz-Ding dann irgendwie einfach Steinbauteile bauen, könnte ich mir vorstellen. Dass wir einfach Steinhäuser oder so machen können. Vielleicht. Mal gucken. Bin gespannt. So, haben wir irgendwo noch Steine? Hier scheinbar nicht. Ich laufe mal noch ein Stück in die andere Richtung. Oder ich gucke mal kurz. Ja, wir haben alles, was wir brauchen. Wir brauchen nur 10-mal Steine. Guck hier nochmal kurz. Was ist mit dem Schlüssel? Kann man den auch irgendwie abbauen? Nee. Nö, nö. So, hier haben wir noch ein paar. Wir nehmen diese Steine auch noch mit. Ich sehe nichts. Es ist einfach viel zu dunkel. Hier. Mehr. So, und jetzt? Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Bestimmt, ne? Nö, habe alles mitgenommen. Okay. So, dann nehmen wir die alle mit. Dieses Kackwetter, Mensch. Mann. Oh, ich habe Leben verloren. Ich sollte vielleicht was essen. Die Beeren geben aber jetzt auch nicht besonders viel Leben. Könnt ihr auch mal blocken zwischendurch. Schwerer Angriff, leichter Angriff. Ah, mit rechts habe ich einen schweren Angriff. Das sollte ich mal ausprobieren. Oh, eine Libelle. Kann ich auf dieser Blätter springen? Geht das? Probieren wir gleich mal. So, die kann ich nicht abbauen. Okay, kann man da raufspringen? Fragezeichen. Ich nehme mal, Schwert habe ich in der Hand. Wenn ich jetzt sterbe, habe ich auf jeden Fall, wenn ich oben respawne, ein Schwert in der Hand. Das ist schon mal gut. Dann komme ich zu meinem Loot. So, wir jumpen da mal rüber, okay? Oh, das geht. Das heißt, wir können da rüber. Die faulen Dinger sehen nicht gut aus. Also da würde ich jetzt fast denken, dass man da untergeht. Boah, wie nice. Sehr, sehr cool. Dass das geht. Okay, jetzt sind wir hier. Hier ist unser Baumlager. Und wir sind jetzt auf der Seite. Was ist das hier? Da muss ich hin. Da laufen wir jetzt hin. Was auch immer das ist. So, 7. Da scheint ja irgendwas zu sein, was ich vielleicht beachten sollte. Oh, hier ist ein bisschen nass. Oh, es wird hell. Endlich.
Toll. So. Dann gucken wir mal, was da ist. Hier vorne. Obwohl, hier war doch eigentlich nur... War da nicht unser anderes Lager im Stream? Warte mal, den nehme ich auch noch mit hier, die Steine. Wenn wir schon hier sind... So, Schwert in die Hand. Nee, Fackel nicht, nur Schwert. So, let's go. Komme ich da hoch? Nee, da komme ich... Na, oh Gott. Ja gut, dann hier lang. Shit. So, dann gehe ich mal da lang. So, immer schön Stuff mitnehmen, ne? Ich glaube, hier geht es einfach nur dahin, wo wir die andere Base hatten. Kann das sein, dass diese roten Käfer vielleicht sogar dass sie Chitin abgeben? Das könnte ich mir echt vorstellen, ne? Oh Gott. Oh Gott. Shit. Shit, 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 shit. Hau ab. Du Mistkäfer. Ich hatte zu wenig Leben. Das war nicht gut. Eisendreck. Oh! Und wie komme ich jetzt... zu meinem Dings? Kann ich den hier rufen? Ja, möchte ich rufen. Oh mein Gott. Kommt der? Hallo? Muss zu meinem Loot? Ach, da ist er. So, Schwert habe ich wenigstens. Das ist gut. Möchte hinab zu meinen Wurzeln und dann hole ich fix mein Loot. Dann springen wir da nochmal rüber über die Blätter. Shit, also diese roten Käfer. Ich denke, die müssen wir irgendwie mit Pfeil und Bogen vielleicht vernichten. Aus sicherer Entfernung vielleicht. Dass wir uns einen Turm bauen oder sowas. So, let's go. Wo war das da vorne? Da sind die Blätter. Ich gehe gleich mal hier runter. Eieiei. Ah, so, da jumpen wir jetzt rüber. Ich würde gerne wissen, wie lange der Loot liegen bleibt, Leute. Ja, toll. Oh mein Gott. So, weißt du was? Das machen wir jetzt anders. Ich spring da jetzt nicht nochmal rüber. Ja, kannst du ihn bitte rufen? Danke. Nein, ich habe nicht noch einen Wunsch. Sorry, ich habe mich verklickt. So. Mist. Brauch mein Loot. Und wichtige Sachen drin. Was ist denn das da hinten eigentlich? Guck mal, das ist ein richtiges Bauwerk oder sowas. Okay, let's go. Hinab zu den Wurzeln, bitte.
So, wir laufen jetzt andersrum. Das ist mir zu heikel hier mit den Blättern. Ich hab eh schon geahnt, dass ich da direkt absaufe. Naja. Wir gehen jetzt den anderen Weg. Oder? Jetzt keinen Bock hier ständig, weißt du? Lauf hinten rüber. Ich lauf da hinten rüber und dann gehen wir so rum. Ist wahrscheinlich auch eine scheiß Idee. Nehmen jetzt auch nichts mit. So, hier lang. Aber hier waren die roten Ameisen. Mal gucken, ob das eine gute Idee ist gerade. Aber die kriege ich weg, oder? Komm mal her hier. Hallo. Hier. Hä? Wieso läuft die weg? Hallo, bleib stehen. Ist ein bisschen doof. Reicht aber hier. Meine Güte. Das ist ja komisch gewesen gerade, oder? Hm. So, wo ist mein Dingens, mein Loot? Oh Gott. Oh nein, es kommt auch noch ein Wetter. Scheißendreck. Alles nehmen. Komme ich denn jetzt am besten nach Hause? Oder am schnellsten nach Hause? Scheißendreck. Ich will nach Hause. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. War das jetzt... Ist das der richtige Weg? Ja. Hier ist gut. So, hier ist der Grashüpfer. Wir brauchen mehr Buden, glaube ich, ne? So eine kleinen Zwischenstopps oder sowas. Wäre, glaube ich, angebracht. Ich habe halt null Ausdauer, ey. So, hier lang. Wird's denn schon dunkel? Ja. Okay, wir hauen ab. Wir hauen jetzt ab. Wir haben jetzt auch Steine, das haben wir alles. Deswegen will ich jetzt schnellstmöglich nach Hause. So, let's go. Yippie! Ich glaube, wenn wir einen sicheren Baum finden, dann werden wir umziehen. Aber wir müssen erstmal einen anderen Baum finden. So, okay, let's go.
Ab in den großen Baum. Auf geht's. Tschüss, ihr doofen Ameisen. Nice. Ich finde diese epische Musik auch so krass im Hintergrund. Als ob du im Kino sitzt. Heftig. So, aber dieses dunkle Wetter ist ein bisschen unangenehm. Ne? Also ich finde, Tag- und Nachtlänge würde ich gerne einstellen wollen. In der Innie irgendwie. Mal gucken, ob das irgendwie geht. Das wäre sehr wichtig. So. Okay. Dann lass mal gucken. Wir haben jetzt Steine. Habe ich noch irgendwas, was ich kochen kann? Ja, hier, Ameisenspieß. Kackviecher. Könnte ich auch ein paar essen von, ne? Wo haben wir die? Hier. Hier. Oh, die scheinen ein bisschen was zu bringen. Okay. Also, mit dem Hammer hätte ich gerne jetzt das Ding. Dafür brauchen wir aber jetzt noch eine Schraube. Schraube hatte ich irgendwo reingepackt. Hier. Das Ding ist zu groß. Das passt hier nicht rein. Oder? Ah, nee, doch. Das war falsch gesehen. Wir drehen das. Stell das hier hin. Kessel. Apothekertisch. Gerberei. Bett mit Dach. Oh mein Gott. Ein Bett mit Dach. Das heißt, wir können überall schlafen. Oh. Oh. So. Steinziegel. Feuerstein und Stein. Wo kriege ich denn Feuerstein her? So, dann gibt es einen Steinhammer. Ein schlagkräftiges Argument für jede Auseinandersetzung. Stumpfer Schaden 16 bis 18. Besser als die Keule. Den bauen wir uns auf jeden Fall. Dafür benötigen wir Fasern, Harz, verfeinertes Holz. Verfeinertes Holz kann ich hier offensichtlich drin machen. Dieses Ding will ich haben. So, Saatenöl. Dieses Öl aus Saaten kann zum Verfeinern anderer Ressourcen genutzt werden. Dafür brauchen wir aber erst Saaten. Okay. Verfeinertes Holz. Brauchen wir normales Holz und Saatenöl. Oh mein Gott. Feuersteinbeil. Rasiermesser scharf. Und gut verarbeitet. Mit diesem Werkzeug machst du selbst aus den stabilsten Pflanzen noch Kleinholz. Feuersteinspeer. Mit 16 bis 22er Schaden. Wow, muss ich haben. Eine spitze Stichwaffe, perfekt zum Durchbohren des Feindes. Feuerstein, verfeinerte... Wo kriege ich Feuerstein her? So, Feuersteinschwert. Feuersteinspitzhacke. Feuersteinpfeil. Wo kriege ich Feuerstein her? Sicherlich mit der Spitzhacke irgendwo raus, oder? Okay, das sind die Sachen, die ich im Steinschneider bauen kann. Aber wir brauchen erstmal Feuerstein. Also Steinspeer kann ich bauen. Verfeinertes Holz kann ich noch nicht bauen. Saatenöl kann ich noch nicht bauen, weil wir noch keine Saaten gefunden haben. Feuerstein. Hm. Okay. So, was haben wir noch? Dann können wir mit dem Hammer diese Sachen bauen. Also, da brauchen wir verfeinertes Holz. Knoblauchblatt. Ein Bett mit Dach. Das könnten wir unterwegs bauen. Brauchen wir nur Knoblauchblatt. I don't know. Dann Gerberei. Brauchen wir Feuerstein, verfeinertes Holz. Apothekertisch, verfeinertes Holz, Rinde. Kessel, verfeinertes Holz. Wo soll ich verfeinertes Holz herkriegen? Ich glaube, ich weiß, wo wir das herkriegen. Oder wo wir die Saaten herkriegen, Leute. Wir müssen als erstes immer noch das primitive Beil bauen. Wir brauchen aber Chitin. Insektenpelz.
Wir müssen losziehen, Leute. Wir müssen andere Ressourcen finden. Es hilft nicht. Wir müssen andere Ressourcen finden. Wir müssen gucken, was wir noch anderes ernten können. Okay, wir werden jetzt die andere Tante da besuchen oder den anderen Typen. Das werden wir morgen machen. So, ich glaube, hier kann... Also, primitives Beil. Wir müssen unbedingt irgendwie an Chitin kommen. Aber ich bezweifle, dass wir diese roten Käfer getötet bekommen. Ich glaube, das ist unmöglich. Brauchen wir noch ein paar Verbände? 5? Hab kein Material mehr, okay. Ich guck jetzt noch mal genau, ob wir irgendwas hier noch bauen können. Steinspeer. Verfeinertes Holz. Feuerstein. Diese Sachen haben wir alle noch nicht. Okay, alles klar. Die Werkbank. Steinschneider. Kessel. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Das geht schon, aber wir brauchen Knoblauchblatt. Was wir nicht haben. Müssen wir finden. Okay, Leute. Okay, ist wie es ist. Wir können noch nicht... bestimmte Sachen bauen. Mandibel-Spitzhacke. Harzfasern. Brauchst du? So, ich kann die doch nicht kostenlos reparieren. Okay, na gut. So, dann packe ich mal alles weg. Kompletter Stack Steine. Holz lasse ich erstmal hier. Bulldoggen, Ameisen, Dingsbums kann hier rein. Nee, das ist was anderes. Was ist? Nee, das sind Schrauben. Schrauben packe ich dahin. Dann packen wir die Dinger hier rein. Essen kommt hier hin, Verband kommt hier hin. Diese Dinger hier hin. Holz, Fasern. Noch mehr Essen. Die Dinger. Die Dinger. So ein Rucksack wäre cool. Okay, dann packe ich die Fasern jetzt hier hin. Holz hier hin. Harz hier hin. Stein hier hin. Ich will nicht überladen sein, ne? Gut. Es ist noch Nacht. Wir schlafen. Ich bin hungrig. Schon wieder so ein Kackwetter. Warum? Warum ist ständig Kackwetter? Bisschen übertrieben, ne? So, warte, der möchte ich noch so ein essen. Und dann sind wir good to go. Okay. Wir werden jetzt Folgendes tun. Warte mal, wir müssen... Ich will jetzt Folgendes machen. Wir haben uns leer gemacht. Ich will zu Drustana. Ich weiß nicht, wie sicher das hier ist. Aber ich möchte zu Drustana. In diese Richtung. Wie kommen wir denn da hin? Müssen wir nicht hier lang laufen? Am Baumlager. Links hoch und dann hier lang, ne? Hier müssen wir irgendwie lang. Also der Weg ist fast genauso lang wie der Richtung Skadi. Und was ist das hier? Ach,
ich habe einfach aus Versehen die Dinger gesetzt. Ich bin doof. Ja, okay. So, da ist Tristana. Und da ist Skadi. Skadi nehme ich jetzt mal weg. Also, wir können hier hochlaufen. Oh. Oh mein Gott, wir müssen rein. Ja, toll. Was machen wir, wenn wir unterwegs sind? Wir müssen immer so ein Unterschlupfbett haben, ne? Mit einem Dach. Wir müssen das Zeug immer im Gepäck haben. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal hier warten und ausharren. Ist, wie es ist, Leute. Die Folge ist eh vorbei. Dann werden wir in der nächsten Folge uns, also wenn das Wetter dann besser ist, auf den Weg hier machen. Wir werden hier in diese Richtung laufen und mal gucken, dass wir zwischendurch Holz und Fasern mitnehmen, dass wir uns im Notfall so einen kleinen Unterschlupf bauen können. Bett, vier Wände, Dach und einen Boden und fertig. Das muss ja auch irgendwie gehen, ne? Das müssen wir immer im Gepäck haben. Ich glaube, das nehmen wir einfach mit und dann ist gut. Ist ein Plan. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.